der Heiden Heiland. So das Stück, das wir eben gehört haben. Komm, bringe uns das Licht, das aus der Krippe strahlt, so die Bitte dieses uralten Chorals. Das Licht, das Adventslicht, ein vorgezogenes Osterlicht, wurde 1839 vom protestantischen Theologen und Erzieher Johann Hinrich Wichern zum ersten Mal entzündet. Er hat damals zunächst 24 Kerzen gehabt, vom 1. bis zum 24. Dezember, um den Straßenkindern, die er betreut hat, ein Licht zu schenken und um die Zeit bis Weihnachten zu verkürzen. Die Straßenkinder, die Opfer waren der frühen Industrialisierung in Norddeutschland. Wichern, da denke ich wohl, hat sich inspirieren lassen von den 9 Chanukka-Kerzen, die morgen in allen jüdischen Haushaltungen auf der ganzen Welt entzündet werden. 9, weil sie daran erinnern, dass in der Zeit der Makkabäer der Tempel wieder geweiht wurde und der Ölkrug, der für einen Tag reichen würde, oh Wunder, 8 Tage lang gebrannt hat. Und die 9. Kerze ist die Kerze zum Anzünden und zum Aufpassen, der Shamash. Und Susan Pelozzi wird für uns jetzt die erste Adventskerze entzünden. Thank you.
Seht, die Zeit wird kommen, so Gottes Spruch. Da lasse ich für David einen gerechten Spross entstehen. Diese Person wird umsichtig herrschen und Recht und Gerechtigkeit im Land umsetzen. Zu jener Zeit wird Juda Hilfe zuteil werden und Israel in Sicherheit wohnen. Ihr Name wird sein: Gott ist unsere Gerechtigkeit. Soweit Verse aus dem 23. Kapitel des Buches Jeremia. Gott, die Ewige, die Lebendige, garantiert Mischpat, Rechtsspruch, und Zedaka, rechtes Handeln, zugunsten derer am Rand, um die sich einst Johann Hinrich Wichern gekümmert hat und wo wir immer und überall Menschen antreffen, die sich dafür einsetzen, für Mischpat und Zedaka, Rechtsspruch und rechtes Handeln. Wir warten und hoffen. Recht und Gerechtigkeit brauchen auch wir. Nur so, mit Recht und Gerechtigkeit, können wir als Gesellschaft zusammenleben und uns gegenseitig stärken und uns gemeinsam auf den Weg begeben. Veni redemptor gentium, ostende partum virginis, miretu omne saeculum, talis decet partus Deo. So dichtet Ambrosius von Mailand den Hymnus gegen Ende des 4. Jahrhunderts. Im Mittelalter gab es zahlreiche Bearbeitungen. Wir kennen heute vor allem jene aus der Feder von Martin Luther. Wir finden es unter der Nummer 358. 358, und wir singen mit den Masken die Strophen 1 und 2. 358, nun kommt der Heidenheiland. Freudig läuft er hin zur Welt. Das ist für mich eine der wichtigsten Aussagen in diesem Lied. Es geht darum, dass der Himmel zur Erde kommt. Das, was wir als Himmel für uns erhoffen und erwarten. Und diese Hoffnung, so die biblischen Autoren, so die Reformatoren, die Hoffnung, die kommt, die wird konkret, ganz sicher. Auch wenn wir in diesen Tagen der sich wieder zuspitzenden Pandemie beinahe verzweifeln. Es ist so schwer und so schwierig, sich damit abzufinden, dass wir wieder auf eine traute Weihnacht zulaufen werden. Im kleinen Kreis. Ohne Gäste. Ich denke jedenfalls, es wird so kommen, leider.
Wann wird denn dieser Spuk endlich ein Ende haben? Und ich bin so froh, kenne ich das Lied von Wolf Biermann. Du, lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit, die allzu hart sind, brechen. Diese Hoffnung, die der Sänger aus der ehemaligen DDR formuliert hat, längst vor 89, diese Hoffnung ist es, was mich inspiriert, weiterzugehen, trotz allem. Und so lese ich nun bei den Propheten, und wir werden nachher miteinander singen, von der Tochter Zion. Bei Sacharja heißt's: Freu dich sehr, Tochter Zion, brich in Jubel aus, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er. Er ist arm und reitet auf einem Esel, einem jungen Esel, geboren von einer Eselin. Dann werde ich die Streitwagen aus Ephraim beseitigen und die Schlachtrosse aus Jerusalem. Wenn die Waffen des Krieges zerbrochen sind, wird euer König Frieden stiften unter den Völkern. Seine Herrschaft reicht vom einen Meer bis zum anderen und vom Euphrat bis ans Ende der Erde. Dieser Sacharja-Text wird an vielen Orten zum ersten Advent gelesen. Die Hoffnung, dass Friede wird, dass der Krieg ein Ende hat. Und auch das sehen wir weltweit, dass da noch vieles fehlt. Und trotzdem, du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Und wir singen miteinander. Auch wenn ich weiß, dass Georg Friedrich Händel diese Melodie zuerst für eine Kriegssiegeshymne komponiert hat, nämlich als die Engländer die Schotten besiegt haben, hat er diese wunderbare Melodie zum ersten Mal geschrieben für ein Siegeslied und hat dann, wie man das so macht, Copy-Paste, dass die gleiche Melodie bei Josua im Oratorium untergebracht, und wir kennen es vor allem aus Judas Makkabäus, dem Sieger in Palästina, in Israel, gegen die Griechen, die den Tempel in Jerusalem entweiht hatten. Und Judas Makkabäus weiht den Tempel wieder ein, und an dieses Fest der Wiedereinweihung erinnert Chanukka mit seinen 8 bzw. 9 Kerzen. Und im Welschen Gesangbuch steht unter der Melodie, die wir als Tochter Zion kennen, ein Osterlied: A toi la gloire, ô ressuscité. Dir, Auferstandener, sei der Lobgesang. Und damit wird mit dieser Melodie ein riesiger Bogen gespannt von der Hoffnung des Sacharja, dass Kriege endlich ein Ende haben, über den Sieg der Engländer über die Schotten, bis zu uns, die wir nun miteinander singen. Und vielleicht ist auch das ein Hoffnungszeichen, dass die Tage der Pandemie irgendwann einmal von einer Auferstehungshoffnung überstrahlt werden. Singen wir 370, Tochter Zion, freue dich, alle 3 Strophen.
Advents- und Weihnachtszeit wird in der kirchlich-liturgischen Tradition seit Jahrhunderten mit dem Weg vom Palmsonntag über Karfreitag bis Ostern verbunden. Darum wird am ersten Advent das Evangelium vom Einzug Jesu in Jerusalem gelesen. Und ich lese aus Matthäus 21, die Verse 1 bis 11, in einer Übersetzung in leichter Sprache. Jesus kam in die Nähe von der Stadt Jerusalem. Jesus sagte zu zwei Freunden: Geht schon mal voraus, bald kommt ihr in ein Dorf. In dem Dorf ist eine Eselmutter mit einem kleinen Eselchen. Die Eselmutter ist mit einem Seil festgebunden. Bindet die Eselmutter mit dem kleinen Eselchen los. Bringt die Eselmutter mit dem kleinen Eselchen zu mir. Vielleicht fragt einer: Warum tut ihr das? Ihr könnt sagen: Jesus braucht die Eselmutter. Wir bringen die Eselmutter mit dem kleinen Eselchen nachher wieder zurück. Die beiden Freunde gingen los und die zwei Freunde dachten daran, was Zacharia schon vor vielen Jahren gesagt hat. Zacharia war ein Prophet. Musik passend zum kleinen Eselchen. Ich war überrascht von dieser Übersetzung und fand, dass ich die euch nicht vorenthalten will, diese Übersetzung in leichter Sprache mit der Eselmutter und dem kleinen Eselchen. Wie, liebe Zuhörende, können wir in diesen Tagen überhaupt noch festlich, fröhlich Adventskerzen entzünden? Über den Weihnachtsmarkt mit seinen Verlockungen gehen, das feine Gebäck
den Glühwein genießen und uns an den im Kerzenlicht strahlenden Kinderaugen freuen? Es ist zum Verzweifeln. Alle Schritte zur Normalität hin, die wir im Sommer gehen durften, sind zunichte gemacht. Und ich befürchte, wie ich schon gesagt habe, dass wir auf Weihnachten hin wieder zurückgebunden werden und im trauten kleinen Kreis feiern. Vor Ostern hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im deutschen Fernsehen an die Öffentlichkeit gewandt. Guten Abend Ihnen allen an diesem zweiten Ostern in der Pandemie. So sagt er. Vor einem Jahr hatten wir uns aufs nächste Ostern gefreut, auf einen Frühling ohne Pandemie. Aber unsere Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Im Gegenteil, die dritte Welle trifft uns gerade mit aller Härte. Ich weiß, nach 13 Monaten helfen Durchhalteparolen nicht weiter. All die Appelle zu Geduld und Vernunft und Disziplin werden stumpf in diesen zermürbenden Zeiten. Ein Gefühl von Ohnmacht und Frust macht sich bereit. Und so kommt zu den Sorgen über Gesundheit, Schule, Arbeit, Wirtschaft eine weitere Dimension hinzu. Eine Krise des Vertrauens. Eine Krise des Vertrauens, eine Krise der Hoffnung, würde ich noch ergänzen. Und vor allem deshalb wende ich mich heute an Sie. Vertrauen, das beruht in einer Demokratie auf einer sehr fragilen Übereinkunft zwischen den Bürgern und Bürgerinnen und ihrem Staat. Du, Staat, tust deinen Teil. Ich, Bürger, tue meinen. Und dann springe ich zum Schlussabschnitt. Wir leben zusammen in diesem Land, sagt Steinmeier, und wir wollen gemeinsam eine gute Zukunft. Also, haben wir doch Vertrauen in uns und geben wir Acht aufeinander. Liebe Landsleute, für Christinnen und Christen bedeutet Ostern die Gewissheit, dass der Tod und das Bedrückende nicht das letzte Wort haben. Und ein Fest der Hoffnung soll es für alle Menschen in unserem Lande sein. Zu dieser Hoffnung haben wir einen guten Grund. Ich wünsche Ihnen ein frohes Osterfest. Ich war platt, als ich das gelesen habe. Diese Worte eines staatlichen, religiös neutralen oder eben nicht neutralen Oberhaupts. Und Ostern ist zwar vorbei, wir stehen vor Weihnachten, aber die Worte passen und sie helfen mir, für mich Schritte zu finden. Wir gehen auf Weihnachten zu, Advent. Wir hoffen auf das Kommen von besseren Zeiten und Tagen. Und doch, niemand hat die Gewissheit. Ich bin froh, dass ich auf Texte zurückgreifen kann, die längst vor mir entstanden sind. Seien es biblische Texte, literarische Texte oder eben Texte wie die von Jochen Klepper, der mitten in Zeiten der Verzweiflung hoffnungsfroh und überzeugt geschrieben hat, dass die Nacht nicht endlos bleibt. Etliche Lieder hat er gedichtet in diesem Sinn. Und ich werde nach dem nächsten Stück des Bretzer-Ensemble sein Adventslied als hoffnungsvollen Text lesen. Er steht auch bei uns im Gesangbuch. Und am Ende beim Ausgangsspiel, das Teun auf der Orgel spielen wird, werden wir die Kollekte sammeln, und zwar für ALS. ALS unterstützt seit 2007
an amyotropher Lateralsklerose erkrankte Menschen und ihre Angehörigen. Und wir alle wissen, es ist so schwierig, zwischen Diagnose und Tod, weil das ist die Folge dieser Krankheit. Natürlich, wir alle sterben, das wissen wir. Aber wir hoffen doch, im Frieden sterben zu können und ohne schrecklichen Kampf, wie so oft Corona-Kranke einen heftigen und schrecklichen Kampf haben. Ich weiß es von meinem Neffen, der immer wieder auf der Intensivstation Dienst zu tun hat und verzweifelt ist manchmal. Ich danke euch für die Gaben für ALS. Wer mehr geben will, kann es auch überweisen auf das Konto der Kirchgemeinde. Und ich danke den Sigristinnen und ich danke euch vom Brezza-Ensemble, dass ihr von Basel wieder gekommen seid und uns so fröhlich trotz allem Musik gemacht habt. Ich erinnere mich so gut an euren ersten Auftritt hier, als du, Teun, gesagt hast, ja, endlich wieder einmal vor Publikum spielen und nicht einfach nur vor der Mattscheibe. Thank you.
Ach, wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. Gott selber ist erschienen zur Sühne für sein Recht. Wer schuldig ist auf Erden, verhüll nicht mehr sein Haupt. Er soll errettet werden, wenn er dem Kinde glaubt. Die Nacht ist schon im Schwinden. Macht euch zum Stalle auf. Ihr sollt das Heil dort finden, das aller Zeiten Lauf von Anfang an verkündet, seit eure Schuld geschah. Nun hat sich euch verbündet, den Gott selbst ausersah. Noch manche Nacht wird fallen auf Menschen Leid und Schuld, doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Beglänzt von seinem Lichte hält euch kein Dunkel mehr. Von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. Und zum Schluss noch einmal Worte der Ermutigung. Hans-Dieter Hüsch. Mit fester Freude lauf ich durch die Gegend, mal durch die Stadt, mal meinen Fluss entlang. Jesus kommt, der Freund der Kinder und der Tiere. Ich gehe völlig anders. Ich grüße freundlich, möchte alle Welt berühren. Mach dich fein, Jesus kommt. Schmück dein Gesicht, schmück dein Haus und deinen Garten. Mein Herz schlägt ungemein, macht Sprünge. Mein Auge lacht und färbt sich voll mit Glück. Jesus kommt, alles wird gut. Und so geht in der Kraft, die euch gegeben ist. Geht einfach, geht leichtfüßig, geht zart und haltet Ausschau nach der Liebe. Gottes Geistkraft geleite euch.